Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Die Siedler 6 Aufstieg eines Königreichs. Heute mit der zweiten Kampagnenmission Chalia. Euer Majestät, ich bringe Nachricht aus dem Norden von der Chalia-Halbinsel. Wikinger aus Nalindir haben die Nordküste angegriffen und der Handel ist zum Erliegen gekommen. Wir müssen die Dörfer an Chalias Küste vor den Angriffen dieser ruchlosen Wikinger schützen. Das Kloster von Ryan Over the Sea befindet sich ebenfalls dort. Der Bischof ist ein alter Freund von mir und ich sorge mich um ihn. Wenn es uns gelingt, hier eine Siedlung zu errichten, werden wir sowohl die umliegenden Dörfer als auch das Kloster versorgen und beschützen können. Sobald wir unsere Stadt erbaut und das Gebiet gesichert haben, werden wieder Handelsschiffe in den Schutz des Hafens einlaufen können. Die Wikinger haben selbst vor den Klöstern nicht Halt gemacht. Schickt mich, und sie werden für ihr schändliches Tun bezahlen. Ja, ich weiß nicht wieso, aber ich habe immer sehr massive Frame-Drops, das werdet ihr sicherlich gemerkt haben, wenn sie am XT-Führung erzählen. Wieso, keine Ahnung, aber schmiert nicht ab, wir hören alles sauber und klar, also würde ich sagen, machen wir weiter. Euer Majestät, Lady Alandra ist weise, doch diese Nordmänner wird nur ein starker Arm zurückschlagen. Das stimmt. Und ich werde jetzt auch wieder Markus nehmen. Hier sollten wir unsere Siedlung errichten. Wenn wir erfolgreich sind, werde ich schon bald Landvogt von Chalia sein. Jetzt sogar noch mehr Killer dazu. Dann setzen wir da oben mal. Einmal. Zweimal. Nehmen wir da mal einen Jäger. Da unten einen Jäger. Mit der Palisade so einen Weg. Ein Fischgrund. Ne, warte mal. Ah, da haben wir keine Dings mehr. Jetzt muss ich noch schnell auf Holz warten. Am besten, ich tue dann gerade zuerst mal noch die Holzfällerhütte ausbauen. Und dann noch ein bisschen. Kann ich Wurst produzieren lassen.
So, die ersten Siedler haben schon Hunger. Das erkennen wir an den Maiken da. So, dann geben wir jetzt zuerst mal einen zweiten Metzger drauf. Weil mit zwei Metzger können wir mehr Leute abdecken mit Nahrung. Der Schmied hat man auch schon gehört, rumhämmern. Oh Mann, ich finde das einfach wunderschön, das Game. Es ist etwas Schönes. Und jeder, der etwas anderes sagt, so, ne, ist nicht meine Meinung, aber du darfst gerne die Meinung haben. Ich finde es ein schönes Game. Ich wünschte mir, es würde wieder mal ein Siedler in diesem Stil geben. Ein bisschen komplexer, ein bisschen ausgereifter. Aber in dieser Art von Richtung hätte ich gerne super gerne wieder ein Siedler-Game. Und mit drei Metzgern haben wir sicherlich eine gute Grundversorgung jetzt, wo das weitere Vorgehen jetzt viel leichter will. Als nächstes Holzfäller, Steine lade ich gerade so in dem, weil dann werden zu viele Steine abbauen. Und ich würde nicht müssen irgendwann anfangen Steine verkaufen, weil der Stein uns das ganze Lager gefüllt hat.
So. Jetzt haben wir dann schon 6 Holz. Pro Mal, das ist gut. Werden wir auch definitiv brauchen. Da laufen sie mit so einem Handkarren rum. So. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Ja, das weiß ich. Wir haben noch kein Holz. Nun, da wir eine Farm gebaut haben, benötigen wir auch Felder, auf denen das Getreide wachsen kann. Wählt die Getreidefarm an und klickt auf die Schaltfläche Kornfeld. Legt das Feld in der Nähe der Farm an. Gut gemacht. Nun können unsere Bauern auf den Feldern Getreide ernten. Ne? Dann tun wir noch einen Deck bauen. Dann habe ich hier unten für den Angler eine schöne Verteidigung. So, da haben wir den Wolf. Auf euren Befehl! Jawohl! Stürmt los! Sofort! So, jetzt habe ich Heiler. So. Dann geht es bis dort hinten. Habe ich es richtig ausgewählt? Doch, habe ich es richtig. So. Auch für den einfachen Fischen muss eine Verteidigung haben. So. Schon unterwegs. Dann haben wir das. Dann werden die Siedler nicht mehr angegriffen. Da machen wir noch einen Fisch. So.
Und daher hat kein Weizen mehr, weil im Winter haben wir alles Weizen aufgebraucht. Jetzt haben wir auch mal kurz Speichern. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Jetzt können wir es nicht mehr aufwerten in dieser Mission. Jetzt haben wir die Burg gerade auch. Kielan auch. So. Jetzt haben wir den Markus wieder auf dem Marktplatz. Ich habe euch treu gedient, Majestät. Wäre ein neuer Titel nicht angemessen? Die sind so ungeduldig, Amix. Eure Großmut beschämt mich, Majestät. Jetzt waschen. Ich danke euch für euer Vertrauen, mir den Titel des Landvogts von Schalja zu verleihen. Dies ist eine gute Vorbereitung für die Aufgaben, die noch vor uns liegen. Wir sollten nach den Dörfern im Norden und Nordosten Ausschau halten. Das Kloster befindet sich im Osten. Ein Ritter namens Elias, ein Händler, wie es scheint, wurde beim Hafen im Südosten gesehen. Einmal so. Dann tun wir zuerst mal eine Holzpalisade drauf, als äußerste Verteidigung. Und dann machen wir noch innen da eine Steinpalisade. So, dann machen wir da den Stein. Kann manchmal sein, dass dann so ein paar Leute festpappen. So. So, jetzt auch wieder ein bisschen getrunken. So muss es sein.
So, jetzt haben wir noch den Besenmacher ausgebaut. Dann haben wir etwa somit alles ausgebaut. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Steinmetz und dann haben wir genug Stein. So. Jetzt haben wir ihn zum Baron. Wenn das so ein Lorbeerkranz ist, dann ist fertig. Dann haben wir die höchste Stufe erreicht in dieser Mission. Oder auf dieser Karte besser gesagt. Jetzt haben wir wieder zu wenig Stein. So, jetzt haben wir unsere Doppelpalisade fertig. Mit einer Palisade und einer Mauer. Uneinnehmbar. Gut. Verstanden. Suchen wir das Dorf auf, wo er will. Die Wirtschaft ist so weit am Laufen bei uns. Jawohl. Hier ein Schnellspeicher. Das könnte manchmal schon ein bisschen nervig sein, aber da sieht man schon an der Grenzstein an. Da sind wir in dem Gebiet, wo wir suchen. Verstanden. Seid gegrüßt, ehrenwerter Ritter. Wir benötigen dringend Wollkleidung. Ob ihr uns wohl welche schicken könntet? Wolle dafür erhaltet ihr südlich von eurer Siedlung. Wir wären euch ewig dankbar. Unser Dorf heißt euch willkommen. Es ist ein kleines Dorf, doch wir mögen es. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Schon unterwegs. Verstanden. Wir haben ein Territorium eingenommen. So.
Da unten hätte ich es noch eins, hat er gesagt. Alles klar. Auf euren Befehl. Und da haben wir Isarstein und Wild. Das ist schon gut. Ei. Da Monster. Wir danken für euren Besuch. Gern würden wir mit euch Handel treiben. In ganz Shalya findet ihr keine bessere Wolle und keinen frischeren Fisch. Aber es ist gebratener Fisch, Monsieur, wo du mir da drehst. Alles klar. Ein Steinbruch ist erschöpft. Wir haben ein Territorium eingenommen. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. So. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Steine sind weg. Fertig. Wir haben das ein Karren ist angekommen. Entfernen. Er bringt Güter von weit her. So, das ist schon mal gut. Dann tun wir da ganz schön uns zu am Mauern. So. Denn selbst die befreundeten Gegner keinerlei Chance. Ei. Alles klar.
Verstanden. Schon unterwegs. Sofort. Verstanden. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Ein Karren wurde ausgesandt. Verstanden. Wir danken euch für die Lieferung der Wollkleidung. Von jetzt an erachten wir euch als Handelspartner. Bitte besucht unser Lagerhaus, um zu sehen, was wir anzubieten haben. Ei! Verstanden. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Dann schauen wir mal bei denen, was die so zum Verkaufen haben. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Ja, bin wieder ein bisschen dran. Aber das ist jetzt nicht allzu wild, Claudio, sondern einfach, weil ich Bock habe, wieder das Spiel mal ein bisschen zu zocken. Ist die Siedler 6. Eines meiner absoluten Favoriten bei den Siedlern. Es gibt bessere, es gibt schlechtere. Aber das ist mit Abstand das, was ich am meisten mag. Du, schön Chicken Nuggets und Salat gegessen. da. Das Lagerhaus ist voll. Gut, das Jawohl. Ist natürlich nicht das, was ich hören wollte. Jetzt nehmen wir da. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Das Lagerhaus Verstanden. Ist voll. So, tun wir die beiden mal so nebeneinander. Dann sollte das schon mal gut und relativ zügig erobert sein. Ei! Wir haben ein Territorium eingenommen. Da haben wir wieder Stein. Wir haben ein Territorium eingenommen. Eine Ruine. Auf euren Befehl. Das Lagerhaus ist voll. Ei! Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Alles klar. Ja, stimmt, es geht ja da über und dann wird es von der Bandite abgeholt. Sofort. Schon unterwegs. Ja, wir können gerne vorne. Willst du wirklich einen Telefoncall oder geht auf Discord da ein bisschen zusammenquatschen? Mir ist beides recht. Was soll ich wollen? Ein Karren wurde ausgesandt. Das weg. Ein Karren wurde ausgesandt. Mal die Typen da.
Ja, da musst du mir aber schnell einen Augenblick geben. Weil ich muss da kurz noch die Straße ziehen. Dann kann es jetzt kurz ein Schwarzbild geben. Und zwar. Wo ich das geklickt habe. Jetzt muss ich schnell Telegram aktualisieren. Gut. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. So. Dann machen wir es so. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ein Steinbruch ist erschöpft. Verstanden. Ei! Einem Steinmetz fehlt es an Stein. So. So, jetzt tue ich da natürlich ein bisschen Zeit vertrödeln. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Sofort. Ei. Alles klar. Wir sollten nach den Dörfern im Norden und Nordosten Ausschau halten. Das Kloster befindet sich im Osten. Ein Ritter namens Elias, ein Händler, wie es scheint, wurde beim Hafen im Südosten gesehen. Willkommen in Svanage, dem Juwel der Halbinsel von Shalia. Schlagt Alarm! Ein Langschiff der Wikinger wurde gesichtet. O, werter Ritter, bitte beschützt unser Dorf vor dem Angriff dieser Barbaren. Was ich noch gern hätte, wenn so andere Skinformen auch für unsere Mitspieler. Diese Wikinger wollten unsere geliebten Ehefrauen rauben. Dank eurer Hilfe aber wurden sie gerettet. Unsere Stadt würde auch von Ehefrauen profitieren. Wir sollten ein Fest auf dem Marktplatz veranstalten und abwarten, was geschieht. Das Lagerhaus ist voll. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ein Karren wurde ausgesandt. Alles klar.
Jawohl. Seid willkommen an Chalyas heiligstem Ort, unserem geliebten Kloster von Rhine over the Sea. Jawohl. Wie ihr wünscht. Alles klar. Was für ein rauschendes Fest. Und einige Siedler sind nicht allein nach Hause gegangen. Die Ehefrauen werden den Siedlern hilfreich zur Seite stehen und ihre Produktivität ansteigen lassen. Ich bin Elias, ein ehrenwerter Ritter und ehrlicher Händler. Doch wie ihr seht, wird hier nicht mehr gehandelt. Der Hafen ist seit den Wikingerüberfällen menschenleer. Wir müssen die Signalfeuer entzünden, um die Handelsschiffe sicher in den Hafen zu geleiten. Bitte sucht das Signalfeuer südlich von hier. Und das ist der Charakter, den ich will. Verstanden. Der Elias. Wir haben 13 von 14 Männern verheiratet lassen. Gut, ihr habt das Signalfeuer entdeckt. Nun müsst ihr es entzünden. Ihr müsst Holz zum Signalfeuer bringen, um es zu entzünden. Ein Karren liefert das Holz aus eurem Lagerhaus. Drückt dazu am Signalfeuer auf die entsprechende Schaltfläche. Und wir haben aktuell 4600 Personen in unserem Dorf. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ja. Dann können wir hier wieder abreißen. Schon unterwegs. Wir müssen eine Mauer mit einem Stadttor um unsere Siedlung herum bauen. Das wird die Wikinger davon abhalten, die Güter oder Ehefrauen unserer Siedler zu rauben. Nun ja, wird unsere Siedlung von einer Stadtmauer geschützt und die Siedler sind sicher vor Gefahren. Die Wikinger werden überrascht sein, wenn sie das nächste Mal kommen. Beim Bate meiner Großmutter. Ihre Stadt verbirgt sich hinter einer Mauer. So. Richtig an sitzen. Sonst tut das irgendwann nur noch weh. Schon unterwegs. Sofort. Und jetzt das am Lock. Nein, sehr es brennt gut. Schon sauber. Ihr habt das erste Signalfeuer entzündet. Jetzt könnt ihr euch den nächsten wichtigen Aufgaben zuwenden. Ihr müsst nun das Signalfeuer nördlich von Svenish finden und entzünden. Verstanden. So, das oder? Sofort. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Hm. Nichts mehr zum Snacken. Thank you.
Ein Karren wurde ausgesandt. Banditen haben einen Karren erbeutet. Unser Handelskarren wurde von Banditen überfallen. Wir benötigen Militär, um unsere Warentransporte zu schützen. Wir sollten einen Schwertschmied und eine Kaserne bauen, um Schwertkämpfer auszubilden. Es ist uns gelungen, einen Schwertschmied und eine Kaserne zu errichten. Ja, jetzt nehmen wir nur noch diese Erzabbruch. Rekrutiert ein Bataillon Schwertkämpfer und schickt es direkt vor das Lagerhaus. So, noch ein bisschen Holz und dann haben wir es auch schon. Das Lagerhaus ist voll. Ein Karren wurde ausgesandt. Banditen haben einen Karren erbeutet. Ich benötige weniger Gold, um Bataillone zu rekrutieren. Die Soldaten brennen darauf, für mich zu kämpfen. Dann haben wir hoffentlich auch mehr davon. Verstanden. Ei! Wie ihr wünscht. Euer Bataillon Schwertkämpfer wartet vor eurem Lagerhaus auf neue Anweisungen. Lasst uns erneut einen Handelskarren losschicken. Doch dieses Mal werden wir ihn eskortieren. Wählt dazu ein Bataillon an und rechtsklickt dann den Karren. Jawohl! Sofort! Haltet die Augen offen! So. Auf euren Befehl! Jetzt brauchen wir aber nochmal das Bataillon. Schon unterwegs! Wie viel können wir maximal? 43. Ja.
Verstanden. Mal schauen, wie lange es braucht, bis wir alle, und zwar wirklich alle, verheiraten lassen haben. Eine mehr. Jetzt sind es noch vier. Plus eins. Und wir sind so reich, wir können da einige so Dinge durchmachen. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Jawohl. Sofort. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Schon unterwegs. Jetzt haben wir 24. Jetzt müsste es noch, glaube ich, 3 sein, wo ich maximal ausbilden kann. Und das wäre also ein Ziel zum Erreichen. Ein Karren wurde ausgesandt. Bleibt wachsam! Sofort! Und mit diesen zwei. Sehr gut. Das Bataillon Schwertkämpfer wird unseren Karren schützen. Bei dieser Eskorte werden die Banditen es sich zweimal überlegen, ob sie den Karren angreifen. Verstanden. Wie ihr wünscht. Sofort! Zum Angriff! Banditen haben einen Karren erbeutet. Kämpft weiter! Vorwärts! Stürmt los! Nehmt diese Fackeln, wir werden sie brauchen! So, jetzt haben wir keine Banditen mehr. Sehr gut. Ihr habt das nördliche Signalfeuer entzündet. Ihr solltet eure Kirche nutzen, um regelmäßig eine Predigt zu halten. Wählt dazu die Kirche an und drückt die Schaltfläche für Predigt, um eure Siedler zu versammeln. Gut, dann gehen wir jetzt einmal Prediger. Dass ein fester Glaube euren Siedlern gut tut. Seht, wie sie zur Kirche strömen. Eine Predigt verbessert den Ruf eurer Stadt. Und ihr verdient doch ein wenig damit. Oh nein, die Wikinger greifen unser Kloster an.
Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Und das können wir jetzt nicht verhindern, auch wenn wir dort rechtzeitig wären. Weil das einfach scripted ist. Die Wikinger haben unser Kloster angegriffen und beschädigt. Wir wären euch sehr zu Dank verpflichtet, wenn ihr etwas Stein schicken würdet, damit wir das Kloster reparieren können. Das Lagerhaus ist voll. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren Stein? Wurde ausgesandt. Wie viel fehlt jetzt uns noch? 42. Also ein Eisbataillon. Ihr habt gezeigt, wie gerecht und mitfühlend ihr seid. Zum Dank dafür werden wir das letzte Signalfeuer für euch entzünden, das sich unterhalb unseres Klosters befindet. Ihr habt euch wacker geschlagen, edle Ritter. Alle drei Signalfeuer sind entzündet. Sehr gut. Genau. Das Handelsschiff liefert einzigartige Waren zum Hafen. Wenn ihr dort Salz kauft, wird die Nahrung schmackhafter, wodurch der Ruf eurer Stadt steigt. Und wir tun auch das Territorium gerade rein. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Sieg! Wir haben Gunnar. Ich bin beeindruckt davon, wie ihr mit den Wikingern fertig geworden seid. Und überdies habt ihr ein Händchen fürs Geschäft. Ich möchte eurer Majestät die Treue schwören und als ein Ritter an eurer Seite dienen. Im Namen der Krone nehme ich euren Schwur an, Lord Elias. Seid willkommen an unserem Tisch. Und so haben wir ihn, Gunnar.